Ja, wie ihr seht, bin ich heute mal wieder mit dem Schifferl unterwegs auf dem Fluss. Triff mich jetzt da in Garsheim in mit dem Momo, Kanu-YouTuber. Und wir fahren heute dann in von Wasserburg bis nach Garz. Lass ich mich jetzt überraschen, bin ich schon mal gefahren. Also ganz eine schöne Strecken, wie es uns geht. Weißwürste sind natürlich auch mit an Bord. Das Wichtigste. Und Marienkäfer ist parat. Hilfe! Rechts vor links! Du hast schon Wurst zum Essen. Und das sagt man nicht na, na, na. Tja, wer kommt denn auf die Idee und fährt da mit dem Boot Brennholz her? Sicher irgendein Buschkraftlager da oben auf dem Brückenpfeiler. Ja, Ihnen geht's gut, da gell? Kennst zum Bongi? Nur? Und mir mein Opa helfen. Da ist mein rechter Herz eingeschlafen und mein Arsch eingeschlafen. Ich habe mein Schifferl jetzt in meinem Schatten abgelegt. Nicht, dass man es dreist. So, und jetzt machen wir Würst. Also das da ist keine Fango-Packung, das ist der Kaffee von Momo. Da. Uns geht's wir, gut. Wir trinken nur echt italienischen Kaffee, gell? Was haben wir denn? Crema del Gusto, e Gusto. Natürlich nur Lavazza. Kaffee ja. Ist bereitet. Und Würst gibt's jetzt auch. Alles da. Vom Flötzinger Spezi. Übrigens, was haben wir? Ein Hindelmeier Senf und Würsthand vom? Gassner. Von Gassner, zur Ausnahme. Bellissima. So, jetzt wird geschleppt. Zwei Boote auf einmal. Yeah. Das ist jetzt Kraftwerk Teufelsbruck. Haben wir jetzt umtragen.
Und Boote sind bereit. Und gleich geht's weiter. Und umgefallen. Duck. Segue la bussola e segue il cielo, vola leggero nel mare piatto, vola lontano dove non sei mai stato. Naviga, naviga, naviga piano, come se fosse sul palmo di una mano. Ma al sopraggiungere della tempesta, tra spruzzi e fulmini, e correnti micidiali, l'albero di maestra perde la testa e il capitano si getta tra le onde. Der Wahnsinn, gell? So geil! Das ist auch mit Höhlen! Ja, das sind einfach so wahre Kleinode. Und
Das ist ein Bach von oben oder ist ein reiner Quellbach, der da rauskommt? Hat da der Moses angeklopft, oder? Hat da der Moses angeklopft? Das ist ja sogar ein Ding, so eine Tuffrinne. Geil. Da möchte ich jetzt aussteigen und aufschauen. Naja, aber nicht mehr rein. Papf, habe ich auch schon mal gemacht, aber ich denke, jetzt bricht der Boden vom Boot durch. Garsam in, Ziel erreicht. Jetzt geht's raus aus dem Wasser. War wieder mal eine schöne Tour. Das Wetter hat passt, die Leute haben passt. Perfekt. Macht's es gut. Geschafft. Alle lebend angekommen.